Ich heiße es willkommen zurück zu RimWorld. Wir haben am letzten Mal so einige Sachen miterlebt. Wir hatten ein zweites, jetzt insgesamt Poison Ship gehabt. Wir hatten, glaube ich, zwei Raids miterlebt. Und jetzt hier gerade bei dem zweiten haben wir theoretisch sogar ein paar Leute gefangen nehmen können. Jedoch, wie man hier schon sieht, zwei von denen sind sofort wieder draufgegangen. Was sehr schade ist, sind nämlich genau die beiden, die ich ganz gerne gehabt hätte. Ich denke, beide waren von den Trades relativ ordentlich. Na, der eher weniger. Ich glaube, den hätte man noch ganz gerne auseinandergenommen, aber der andere hier. Bloodlust, Fortune Finder und dann hier so einige Sachen. Ich denke, der wäre in Ordnung gegangen. Hier, was wollte ich mit dir machen? Wollte ich dich auseinandernehmen? Ich habe interessanterweise das schon angeordnet. Einfach, weil er dafür zu wenig kann. Ja, genau. Melee, das Grundding, was ich nicht möchte. Pflanzen ist zwar nett, aber zu wenig. Gerade vor allem für 48. Und Medical. Ich denke, Medical, wir haben Schattenmensch, wir haben Como. Und dann können wir nochmal ganz schnell sicherheitshalber gucken. Ist hier noch jemand anderes medical-mäßig dabei? Ja, also man sieht, wir haben genug Leute. Da gibt es also keinen Grund, so eine Person nur wegen dem Medical Trait oder den Skills zu haben. Dementsprechend nehmen wir den auseinander. Und das bitte so schnell es geht. Denn wir sollten nicht vergessen, wir haben nur 17 Stunden noch Zeit, den komplett auseinanderzunehmen, bevor unsere Leute sich dementsprechend oder diesbezüglich aufregen. Das heißt also jemand, was machst du eigentlich? Achso, hier brennt es irgendwo, da hinten. Und das lag, also man sieht ja hier ganz klar, da sind auch diese Mistviecher gleichzeitig mit gespawnt. Das ist eine Mod, die das macht. Dass da irgendwelche zufälligen Sachen spawnen oder Meteoriten auch damit einschlagen, um da ganz ein bisschen zufällige Elemente mit einzubauen. So, Schattenmensch, gib ihm nochmal was zu essen. Was sehr, sehr nett ist, aber du gehst dann bitte hin und operierst dann auch jetzt sofort an dem noch. Und es ist auch interessant zu sehen, dass keiner bisher das Interesse hatte, die gleich zu verbrennen. Und da muss ich ganz kurz eine Sache gucken. Nee, das passt schon. Passt schon, passt schon. So, das gefällt denen so überhaupt nicht, aber das ist mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen egal. Ja, hier müsste man dann auch nochmal irgendwie gucken. Und das hatten wir eh schon angekündigt, dass wir hier das irgendwie vielleicht zusammenführen, damit die Leute nicht so weit laufen müssen. Gerade auch hier mit dem Aus- und Langlaufen und versuchen, den Fallen auszuweichen, ist nicht ideal. Oh, has failed in a minor way. Und natürlich, das Schöne ist, das ganze Zeug hat jetzt dazu, oder diese Fehloperation dazu geführt, dass er jetzt am Bluten ist. Also er muss jetzt erstmal nochmal zurückgehen, sicherstellen, dass er jetzt hierbei nicht drauf geht, um dann jetzt erneut zu versuchen. Beziehungsweise er legt sich erstmal schlafen. Wem könnte man das Ganze jetzt noch übergeben, ganz kurz? Como. Warst du nicht derjenige, der hier operiert? Achso, er kann nicht operieren, weil dadurch, dass es fehlgeschlagen ist, ist es trotzdem hier abgearbeitet worden. So, was haben wir jetzt gerade genommen? Eine Lunge. Dann Como, bist du mal bitte so nett. Oh, du bist auch noch halt zugekifft. Das ist natürlich doppelt lustig. Mal gucken, ob er es schafft. Bisher war er nämlich, glaube ich, derjenige, der nicht unbedingt erfolgreich mit seinen Operationen war. Hat es aber geschafft. Wunderbar. Und das Schöne ist auch hier, wir konnten zwar nur eine Lunge entfernen, oder Kidney in dem Fall, aber es hat ihn dabei nicht umgebracht. Das heißt also, wir können jetzt einfach hier noch sein... Nehmen wir sein Herz. Ich denke, wir nehmen sein Herz. So, und wenn das gemacht worden ist, werden wir vermutlich anfangen, das hier umzubauen. Und zwar hatte ich ja beim letzten Mal schon so ein bisschen... Oh-oh. Erstmal haben wir eine Karawane, die kommt, und dann haben wir hier eine Heatwave. Heatwave könnte gefährlich werden, wenn man nicht genau guckt, ob überall alles durchgeplant ist. Heißt also, hier müssen wir was machen. Das hier ist auf minus 5 gestellt. Also das erste, oder als erstes müssen wir die alle deaktivieren. Dann gucke ich mal ganz kurz. Wir könnten theoretisch einen passiven Cooler einbauen, der ist aber halt sehr primitiv. Aber vielleicht gehen wir wirklich einfach hier die simple Variante. Für jetzt. Den können wir nur fast einfach wieder deinstallieren. So, Como erneut, zeig mal. Nice Kill. Gut,
Dann geht ihr mal hin, uninstall und dann haben wir da auch den ersten Schritt gemacht. Auf jeden Fall, wir werden das hier alles leicht zur Seite verschieben. Okay, wer hat sich da gerade? Achso, Major Breaker, aber nur. Hier ist nämlich jemand am Ballern. Schattenmensch, du bist derjenige, der reden kann. Also tust du das auch schnell. Damit wir mal gucken. Wir haben ein bisschen Medizin verbraucht. Das heißt, also das können wir ganz gerne mal wieder komplett aufstocken. Und dann fangen wir mal an, das Dummzeug, was die Idioten zurückgelassen haben, nach ihrem Raid hier wieder abzugeben. Und dann geben wir auch ruhig so ein paar Pistolen ab. Denn die nutzen wir eigentlich eh nicht. Selbst schlechte Bolt-Action-Rifles, zugeben, ich achte nicht wirklich darauf, aber die würde ich dann trotzdem immer noch behalten. Selbst wenn sie vielleicht nicht in der besten Qualität sind. Okay, wir sind auf 61 runter. Ich könnte jetzt hier noch gucken, ob man noch irgendwas anderes findet. Können denen auch kein Bier oder ähnliches verkaufen, was wieder schade ist. Aber das geht jetzt so in Ordnung. Ja, und dann müssen wir auf jeden Fall gucken. Für jetzt könnte man vermutlich sagen. Sir Max, was ist mit dir los? Darf ich kurz gucken? Ja, es ist warm. Minor Pain. Someone's Organ Harvested. Was ich nicht ganz verstehe. Also entweder funktioniert die Mod da nicht mehr richtig. Slept in Heat. Oh. Das Problem ist, dass die Dinger zum Teil nicht an sind. Also mal bitte. Hier so schnell es geht, über hingehen, ebenfalls gucken, zum Beispiel dort im Kühlschrank. Ist es jetzt schon so ein Ticken wärmer? Was natürlich zum Teil auch natürlich daran liegt, dass wir. Moment. Eine Sache muss ich ganz kurz machen. Basic dazu zählt Flick Switches, genau. Ich drehe das mal für Sir Max auf die 1, damit er einfach mal ganz kurz überall hinrennt und das aktiviert. Und dann frage ich mich, ob die hier auch zusammenbrechen, wenn es hier zu warm ist. Ich kann es mir eigentlich kaum anders vorstellen. Ja, die könnten da auch drunter leiden. Und dementsprechend, die hauen jetzt auch ab. Ah, oh Gott, Mensch. Rally Over und Sir Max fangen hier draußen an zu kämpfen, während Sir Max eigentlich hingehen sollte und irgendwelche Sachen hier aktivieren muss. Sir Max compared Rally Over's mother to a mallard. This drove Rally Over into a rage and he began a fight. Cool. Ganz großes Kino. Ja, und dadurch legt er sich jetzt natürlich hier erstmal hin. So, sei mal ganz kurz so nett und legt das Ding mal schnell noch hier um. Und es ist natürlich Night Booster, dadurch, dass er ein bisschen langsamer ist, nimmt er sich natürlich jetzt hier die Zeit. Oder braucht einfach mehr Zeit, um das Ganze bauen zu können. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, wir bauen das da aus. Warum haben die dann noch nicht. Ach so, ihr seid alle noch deaktiviert. Das könnte ein guter Grund dafür sein. Denn in den meisten Fällen kümmern sie sich nämlich darum. So, hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Hier ist sie überhaupt keine. Oh no, rejected proposal. Schattenmensch proposed marriage to Catastrophary, but she rejected the proposal. Depending on their personality, their mood and relationship will be affected. Hatten wir das beim letzten Mal nicht auch schon? Yep. Ah ne, er hat das Ganze abgelegt. Justified execution, minus 1. Okay. Das soll mir alles weiterhin recht sein. So, ich erhoffe mir jetzt einfach mal, dass das hier jemand noch aufsammelt, denn es missfällt, dass er die Tür offen steht. Denn draußen ist es schweinewarm. Und wir sehen zum Beispiel, dieser eine hier alleine reicht nicht. Das ist bitterbös. Und man dann ernsthaft überlegen muss, bevor wir hier versuchen weiter zu pennen, das weiter auszubauen. Das heißt also, unsere Leute, die Construction können. Das wäre zum Beispiel meine einer. Du stehst mal auf und priorisierst das. So, hier ist es schön angenehm. Da müssen wir. Okay, solange die Tür zu ist, geht es sogar. Aber vielleicht müssen wir trotzdem überlegen, entweder das A irgendwann auszubauen, was ja eh jetzt hier schon kräftig daran gearbeitet wird. So, da waren immer noch ein paar Sachen an. Das könnte auch so ein bisschen natürlich. Ja, 30 Grad ist immer noch nicht angenehm. Und das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Der Raum ist relativ groß, muss durch viele Sachen hier sich noch durchfiltern. Panther Revenge.
Warum greifst du einen Panther an, wenn ich fragen darf? So, oh boy. Das könnte nach hinten losgehen. Das könnte ganz, ganz dreckig werden. Ihr macht euch mal da ganz kurz hin. Oh, oder auch nicht. Gut. Denn nicht jedes Tier reagiert unbedingt... freundlich, logischerweise darauf, dass es auf einem geschossen wird, das haben wir ja gerade gesehen. Aber halt auch, es könnte passieren, dass der halt weiter auf den gefallenen, besiegten Gegner losgeht. Was dazu führt, dass er vielleicht einfach umgebracht wird und nicht nur verletzt. Das wollen wir natürlich erst recht verhindern. So nebenbei, wenn die Drohnen nichts zu tun haben, können sie auch hier mal wieder... A geologist named Ducky calls you from nearby. She's being chased by tribespeople from the Isaquay of the Tributary. She begs for safety and offers to join your colony. She is 39 years old, but there is no time to collect more information. Be warned. One archer chief, 3 archer, 4 berserkers, 7 heavy archers, 9 hunters, 4 penitents, and 5 warriors. So, chemical interest, nope. Intimidating, scrapper. Mining plants, animal crafting, major, artistic und social. Chemical interest ist immer ein Problem. Und zwar, klar, man kann einstellen, wie häufig sie Drogen nehmen sollen oder können. Was natürlich hilft, dass Leute nicht abhängig davon werden. Aber chemical interest kann immer dazu führen, dass auf einmal die Person durchdreht und sagt, ey, ich trinke jetzt das Lager leer. Und... das muss ja nicht unbedingt sein. Gleichzeitig muss ich aber auch wieder fragen, Mining, Plants, das ist nicht falsch, Animals, Crafting, Artistic und Social. Ich denke, wenn wir nicht dringend sie brauchen, gerade auch das mit dem einen Trade noch hinten als negativen Punkt, dann können wir uns das ganz kurz sparen. Hey Schattenmensch, schön dich zu sehen. Schön, dass du einschalten konntest, obwohl wir einen Tag später streamen. Ja, also, da ist jetzt nicht unbedingt irgendwas dabei, was mich ernsthaft umhaut. Ich denke, wenn man sagt, irgendwie kochen noch, vielleicht Pflanzen, Shooting vielleicht, wenn da so auf Passionate, wenn ich sogar Major dabei wäre, dann hätte ich das ernsthaft gesagt. So, sorry, bye bye. So, jetzt habe ich natürlich jetzt hier die Ehre, ganz kurz das nochmal neu aufzubauen. Muss natürlich darauf achten, dadurch, dass hier in dem Büro eine doofe Pflanze steht, dass ich die Pflanze da nicht wegsäbel. Kleinigkeit, aber selbst wenn das Zeug keine Ressourcen frisst, die Pflanze da reinzuäumeln, jemand muss trotzdem hingehen und das machen. Und die Zeit könnte man natürlich trotzdem anderswertig nutzen. Vor allem ist es auch ganz gut, dass wir den Raid nicht gemacht haben, denn ich würde natürlich gerne hier gucken, wie wir das jetzt machen. So, die Dinger werden wir alle abbauen. Werde ich die abbauen? Ich werde die abbauen. Die große Frage ist ja... wie bauen wir das auf? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir die Ecke hier so überhaupt nicht gefällt. Wo ich immer noch überlege, wie man das hätte anders machen können. Man könnte überlegen, dass man insgesamt hier die Mauer wegmacht. Dass es einfach ein großer Raum ist. Das wäre vielleicht überlegenswert. Man könnte maximal überlegen, dass man die Wand einfach hier lässt, damit diese Sache mit dem irgendwie nicht zu schmutzig durch das Butschern darüber wandert. Nicht auch unbedingt so dringend notwendig. Ich denke, allgemein sollten wir überlegen, sowas zum Beispiel Stonecutting, Sculpture Table, dass man das vielleicht auch irgendwo noch woanders hinschiebt. Aber das soll nicht jetzt unser Problem sein. Wir könnten wirklich einfach sagen, wir schieben das Ganze hier mit hin. Lass uns mal gucken. Denn die Idee sollte nicht nur sein, dass wir das umplatzieren, damit wir schneller an unsere Medizin kommen, sondern natürlich auch gleichzeitig, dass wir einen allgemein größeren Raum bieten können. Die Frage ist, wie groß muss das Ganze denn tatsächlich sein? Es sollte ein bisschen größer sein als logischerweise da oben. Aber ich denke, wir sollten Betten haben und vor allem die Möglichkeit, dass sie sich irgendwie hinsetzen können. Also allgemein, dass sie mehr Komfort dabei haben, dass es denen insgesamt besser geht und eher bereit sind, sich uns anzuschließen. Dementsprechend überlege ich... das Ganze vielleicht so aufzubauen, dass wir statt, wie zum Beispiel jetzt hier und da oben, dass wir die einfach schräg setzen, die Betten. 1, 2, 3 zum Beispiel. Und den Rest dann hier so hinsetzen. Dementsprechend lassen wir ganz kurz jetzt einfach mal testen, bevor wir weitermachen. Wir setzen einfach eine Tür hier oben hin. Sagen, die Betten, die wurden jetzt darüber geschoben.
Die würden wir dann hier hinsetzen. Das würde ich dann einfach nochmal neu bauen. Warum auch immer ich das von Anfang an nicht so gemacht habe. Wir könnten überlegen, dass wir das hier ernsthaft anders machen. Dann schmeißen wir das nämlich darüber. Schmeißen das hier eigentlich darüber. Und dann machen wir das einfach alles hier ein nach drüben. Weil dann können wir nämlich auch den Bereich noch nutzen. Ist zwar nicht so dringend notwendig. Allgemein sollte man eigentlich auch überlegen. Aber ich denke, für den ersten Schritt geht das in Ordnung. Irgendwann müssen wir überlegen, dass wir mehr Betten bereitstellen. Und das könnte man natürlich schon mal machen, dass man einfach sagt, man hat hier notfallsweise noch mal ein paar Betten, die einfach erstmal nur dort stehen. Wo man muss natürlich auch wieder gucken. Die kosten natürlich ein bisschen mehr. Und wenn man dann sieht, wir haben... Okay. Wir sind da ganz gut mit dabei, zumindest was die Komponenten betrifft. Dass man sagt, man baut die, deinstalliert die ganz bewusst und erst wenn der Notfall auftritt, dass man die Notfalls einfach hier reinschmeißt oder ähnliches. Ist nicht ideal, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben gerade so eine Basis einfach gebaut und so ein bisschen diesen perfekten Zeitpunkt überschritten, um tatsächlich dann hier rüber zu ziehen oder ähnliches. Dementsprechend, vielleicht ziehen wir einfach weiter in die Berge rein. Oder wir leben einfach damit, dass es jetzt hier so nicht alles ideal ist. Vielleicht gehen wir auch irgendwann hin und fangen hier an auszubauen. Das war auch noch eine Überlegung. Dass man wirklich sagt, man hat hier wirklich dann einen ganz großen Klotz. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht hier das dann irgendwie noch weiter clever bauen. Denn, na, aber wir haben nicht die Probleme, dass irgendwelche Separates passieren können. Also keine Panik diesbezüglich. Gut, erstmal ganz kurz das noch beenden. Bevor ich das jetzt vergesse. So, die kriegen jetzt hier das. Dann sagen wir, die kriegen einen Tisch. Ja, je nachdem, mein Schattenmensch, wie viel Platz du noch brauchst, kann man das ja organisch in den Berg wachsen oder so. Ja, mein Problem ist einfach nur, dass ich Angst habe, dass dann wieder irgendwelche doofen Insekten, wie wir hier schon mal miterlebt haben, einfach rausploppen. Und meine Leute nicht dafür bereit sind. So, wenn wir sagen, wir haben das so. Und bauen das vielleicht einfach auf die Art und Weise, dass wir dann hier noch einen Vent dahinsetzen. Und dann sollten wir doch halbwegs sicher sein. So, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Das blitzen wir so. Am liebsten, muss ich ganz ehrlich zugeben, würde ich hier auch noch hier so einen kleinen Kühlschrank dahinsetzen. Damit die da auf Essen zurückgreifen könnten. Jedoch ist das Spiel da nicht immer hundertprozentig clever. Und man könnte überlegen, natürlich von Simple Meals sich irgendwann mal upgraden zu lassen, dass die Simple Meals dann wiederum tatsächlich nur für Gefangene sind. Aber So, dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, das können wir natürlich jetzt hier einfach so ein bisschen stibitzen, dass die ebenfalls Licht bekommen sollen. Ja genau, und dann müssen wir nämlich hier anfangen, das Zeug so ein bisschen rüber zu werfen. Was bedeutet, wir werden das Ding hier hinsetzen. Na gut. So, im Zweifel sind die ersten Sachen, die in den Berg gehen, dann Sachen wie das Lager, die Zellen und ähnliche Sachen, wo die Kolonisten statistisch nicht so oft sind. Die Schlafräume würde ich so lange wie möglich draußen halten. Ja, das ist vielleicht eine Überlegung, wenn man tatsächlich diesen Schritt wagen sollte. So, es wird jetzt hier leider ein kleines bisschen dauern, das ganze Zeug darüber zu werfen. Das Gute ist, ich kann immerhin B drücken, das ist hier Standard voreingestellt. Und ich muss da nicht noch mehr Klickety-Klick machen. Ich überlege, ob wir so viel überhaupt brauchen. Denn in den meisten Fällen tun die ja dann eh nicht so viel. Also ich werde mal gucken, ob wir sagen, wir machen hier das noch so. Und dann kriege ich vielleicht jede Seite nochmal eine Reihe. Okay, wir verbrauchen die ja eh fast alle damit. Dann können wir noch zwei woanders hinsetzen. So, wer möchte denn noch zwei Fallen bekommen? Irgendwo, wo es nachvollziehbar ist? Eigentlich nicht. Oh, well.
Am besten hier gleich reinsetzen. Dass, falls sie auf irgendwelche dummen Ideen kommen, dass sie sofort da reintreten würden. Also was? Ich schmeiß sie einfach da unten hin. Weil sie irgendwie es schaffen sollten, da jemals durchzukommen. Müssen sie auch erstmal dadurch. Okay, dann haben wir das. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das Licht da nehmen. Da könnten wir jetzt das Falsche kreien, falls wir Pech haben. Obwohl, ne, ist eigentlich kein Falsch. Denn beide müssen da weg. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt erstmal das gebaut. Jetzt müssen wir gucken. Das wird da weiter mit verbunden. Da wird das jetzt hier alles betrieben. Da haben wir noch ein Loch, das wir jetzt stopfen können. Kann sein, dass jetzt das Lager größer ist als der eigentliche Raum. Aber nicht immer alles ganz so clever durchplant. So, schön ist, die Drohne übernimmt das jetzt. Unsere eigenen Leute können sich dementsprechend etwas zurücklehnen. So, jetzt haben wir das so gemacht. Bedeutet, das Ding wird jetzt dorthin installiert. Ah, na, Booster macht auch noch mit. Sehr schön. Oh, Autocannon! Produce the heavy long-ranged autocannon turret. Die Fallmenge ist das Äquivalent, eine 12,8 cm Park 44 auf die Tür zu richten. Item Stash Quest. Irgendwas Interessantes ist Marine Armor. Nee. Nee. Vor allem, weil zwei Turrets, ein Mortar und zwei Enemies, die auch noch bewachen. Muss tatsächlich zugeben, dass ich mich nicht ernsthaft daran erinnern kann, und jetzt im Nachhinein ist das relativ dämlich, dass ich mich jemals wirklich auf sowas wie Marine Armor gestürzt habe. Ich weiß, dass es Leute gibt, die dann wirklich sagen, okay, die zum Beispiel nur Jäger sind, die kriegen immer den Marine Armor oder ähnliches. Darauf habe ich mich nie wirklich konzentriert. Meine Frage ist, ob ich nicht einfach den Schritt noch mache und das alles ein nach oben verschiebe, damit wir das wenigstens so ein bisschen einheitlich behalten. Vielleicht geht das in Ordnung, sonst hätte ich die Tür hier ruhig nehmen können. Oh wow. So, wir sagen auf jeden Fall, das Zeug kommt jetzt. Dann machen wir es wirklich einfach alles noch ein weiter nach oben. Sagen für jetzt erstmal, schmeißt das darüber. Ja, das war schon richtig. So, hier müssen wir jetzt erstmal wieder uninstall sagen, bevor es kaputt gemacht wird. Ist immer schön, wie schnell das zum Teil funktionieren kann. Oh, Faction Unrest. You've received a message from Darklight, Chief of the Orange Valley Confederacy. The faction recently had diplomatic troubles with another faction and called upon you to negotiate between them and the Pan-Global Unification of Hardoraria. They have picked a neutral nearby location and invite you to come negotiate. It could be a great opportunity to improve a relationship with their faction, but beware, a poor negotiator can cause more harm than good and even anger them. So, hier haben wir eine lustige Sache. Oder man gibt halt, wenn ein Raid ansteht, erstmal Rüstung aus dem Rüstung, oder Kleidungsset. Aber das ist halt immer viel Micromanagement. Ja, auch eine gar nicht falsche Idee. So, wir könnten dort wieder hingehen. Das große Problem, was wir jedoch so einen Ticken haben, ist, dass wir keine Survival Meals haben. Und ich denke, das hätten wir auch schon seit längerer Zeit mal machen sollen, auch wenn wir zugeben, andere Sachen hatten, die vielleicht ein bisschen Vorrang hatten. Trotzdem wäre das vielleicht nicht falsch und dementsprechend fangen wir das jetzt auch gleich an, dadurch, dass wir eh alles aktuell abgeschlossen haben. Dann wollen wir auch irgendwann mal Transport Pods an, damit wir vielleicht, wenn wir so lange überleben, das auch mal live testen können, denn auch das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Deep Drilling. Davon habe ich in meinem anderen Spielstand mal Gebrauch gemacht, um dann zu sehen, dass da auf einmal irgendwelche Insekten rausgekrabbelt sind, was vielleicht unfein war. Long Blades, Plate Armor. Ist Plate Armor gut, wenn man andere Sachen schon hat? Smith Suits of Plate Armor from Metal or Wood. This heavy armor notably slows movement, but protects very effectively. Bevor wir gar nichts zu tun haben, könnten auch anfangen, hier die Sachen zu machen, falls wir nichts Besseres mehr zu tun haben. Ich aktiviere es einfach mal. Dauert auch nicht unendlich lange.
Also wir werden mal gucken, falls das relativ zügig gemacht wird. Vielleicht können wir da noch mal ein paar herstellen. Ebenfalls stelle ich gleich mal die Frage in den Chat mit dem Schattenmensch. Wenn ich jetzt sagen würde, ich stelle dieses Survival mir jetzt her und sage dann wiederum unter Food Restrictions, dass sie das nicht essen sollen, können die das auf der Reise dann mitnehmen und würden sie es dann essen? Denn mein großes Problem ist immer, dass sie natürlich Sachen fressen, die sie halt zum Teil dann nicht fressen sollen, wenn es hier eingestellt ist. Und dementsprechend wäre es ja doof zu sagen, klar, man könnte halt auch hier wieder Micromanagement sagen, hey, Travel Group kriegt dann halt die Möglichkeit, das nutzen zu können. Aber ich denke, trotzdem kann man verstehen, dass es ein bisschen nervig sein kann. So, wir haben das jetzt hier ausgebaut. Das ist grundsätzlich nicht falsch. So, als nächstes werden wir hingehen und sagen, wir haben nämlich noch hier Zeug. Baut das mal ab. Uninstall, uninstall den einen, lassen wir nämlich ganz bewusst hier, damit wir den da reinsetzen können. Das Ding kann erstmal deinstalliert werden. Ja, haben auch gleich mit. Die Elefanten stellen sich sofort drauf. Würden sie nicht normale Mets ohnehin bevorzugen? Ja, mein Problem, das ist bestimmt der Fall, mein Problem ist einfach nur, na wohl, achso, du, so meinst du es. Ich hatte auf jeden Fall schon Situationen gehabt, so hatten wir, glaube ich, meines Erachtens auch schon, dass wir normale Mets hergestellt haben, immer noch diese Survival-Mets hatten und sie trotzdem hingegangen sind und die gegessen haben. Ich hatte nämlich häufig genug Situationen, wo Leute hingegangen sind, aus irgendeinem Grund dann angefangen haben, Insekten-Meat oder verarbeitetes Zeug dann zu essen, nur weil sie es halt gefunden haben. Obwohl Besseres als Alternative gegeben war. Auf jeden Fall dann Schattenmensch meint gut, gute Frage. Ich verbiete meistens einfach den Stack. Ich habe die Food Restrictions noch nie verwendet. Ha. Das ist natürlich wiederum eine gar nicht mal uninteressante Idee. So, wir sagen uninstall hier. Da müssen wir definitiv noch ein paar mehr Lichter verwenden. Ebenfalls würde ich doch einfach mal sagen, wir verschieben auch den Spaß mal alles um einen. Das ist nämlich nicht der Fall, dass die ernsthaft den Platz dafür brauchen. Oh, außer das Ding passt natürlich da nicht hin. Reinstall hier. Damit ich es nämlich da einsetzen kann. Also das mache ich nochmal ganz kurz rückgängig. Nicht, dass das Ding damit dann weggemacht wird. Genau. Und dann hat garantiert immer jemand den Zusammenbruch mit Food Binge und füttert 10 Survival Mates. Ja, okay. Das ist aber natürlich etwas, was man, was dann einfach passiert. Wohingegen im Normalfall ich einfach verhindern möchte, dass sie sich da irgendwie dumm anstellen. So, ich habe jetzt gerade keinen Blick darauf, ob ich das irgendwo noch anders bräuchte. Also schmeiß erstmal nur da rein. So, wir sagen reinstall hier. Das ist ein bisschen doof, dass da jetzt so ein Platz frei ist. Wo ich mich dann schon wieder frage, könnte ich das irgendwie cleverer positionieren? Oder bin ich einfach so frei und lass den einen Spalter unten frei, damit wir da, ja, machen wir das so. Wir lassen den Spalter frei, damit wir dort einfach nochmal hier irgendwas hinstellen, wie zum Beispiel die Statue. Sehr gut. So, eine Sache habe ich jetzt natürlich jetzt einen Fehler gemacht. Und zwar, ich wollte eigentlich hier das ganze Zeug noch einen nach oben verschieben. Ah, sehr schön, dass einem hier auch theoretisch angezeigt wird, wo sich das Zeug verbirgt. Damit ich das immer noch im Auge habe. Aha, Virus wurde jetzt ausgewählt. Nope, das brauchen wir nicht. Okay, dann hast du hier noch die Möglichkeit, das Ganze zu verbinden. Das sieht jetzt hier leicht goofy aus, aber nur so, wie das Spiel denkt, es aussehen sollte. So, und dann machen wir den gleichen Spaß auch nochmal hier unten. Und den einen brauche ich nicht mehr. Ist irgendjemanden, der hier noch drunter leidet, dass ihm was fehlt? Nicht wirklich. Aber bevor es aber nur rumsteht. So, was wir jetzt hier machen, das ist natürlich ein bisschen doof, dass wir das ein bisschen zu spät gemacht hatten. Dann hätten wir nämlich ganz einfach hier das darüber werfen können. Uninstall bitte. Wir werden nämlich da jetzt einfach einen größeren Tisch hinsetzen. So, Schattenmensch, tut vielleicht ab und zu ganz gut zu stehen, aber trotzdem darfst du deinen Stuhl hier haben. Dankeschön. Survival Meal. So, produce packaged survival meals, which never go bad. Great for traveling. Gut, also erst probieren wir einfach mal, dafür ist es natürlich auch ganz cool, einfach mal zu testen, wie das aussehen würde, ob die das tatsächlich essen.
Do until you have. Machen wir mal 50. Und da muss ich aufpassen, dass ich wieder die richtige Taste drücke. Und start bitte erst wieder, wenn du nur noch 5 hast von mir aus. So wichtig ist, Cooking muss auf 10 sein. Da muss also jemand rangehen, der es wirklich, wirklich kann. Prepare a package survival meal in bulk, combination of meat and plant. Okay. Soll mir alles recht sein. So, wichtig ist, bevor jetzt die Leute wieder anfangen zu heulen, dass sie keinen Stuhl oder keine Sitzmöglichkeiten hatten. 3x3 ist mir ein bisschen zu clunky. Das Ding ist ein Mörder. Das soll mir recht sein. Beziehungsweise wäre es nicht cleverer gewesen, einfach den Kleinen zu behalten und einfach nur sicherzustellen, dass jeder da sitzen kann? Vermutlich. Okay, also hier werden wir sicherstellen, dass jedes Schweinchen, das meint sich da hinzusetzen, tatsächlich sich auch hinsetzen kann. Geht das so in Ordnung? So machen wir das. So, hatte ich irgendwelche Stühle deinstalliert? Nope. So, jetzt kann da jeder drin sitzen. Außer vielleicht, wenn hier wirklich volle Masse von denen antanzt. Aber die haben tatsächlich immer noch die eigene Möglichkeit. Wenn die meinen, dann doch dorthin zu gehen, dann ist es nicht mein Problem. Was mein Problem ist jedoch, dass wir aktuell noch nicht so mit dem... Oh, wir haben erstmal noch Cargo. Oh, hi. 22 von denen, ey. Ansonsten könnte das Ding mal jemand umbringen. Dankeschön. Ich lasse es mir nie nehmen, einen extra Dining Room mit 3x3 Tisch, Kronleuchter und X-Statuen zu machen. Super für die... das ist natürlich eine interessante Idee. Ich habe zwar, glaube ich, keine Kronleuchter-Option, aber allgemein hinzugehen, das jetzt hier mit Statuen vorzustellen, gibt nämlich immer mir nochmal so einen Grund, sowas hier hinzustellen. The walk illustrates an army covered it in guts. Pastora lies on the ground wounded. This artwork relates to a raid on Pandora's... Pastora ist ihr Name. Township, okay. So, auf jeden Fall, was ich machen sollte, ist ganz kurz das eine Licht hier. Jetzt könnte es natürlich wieder das Falsche sein. Hier erstmal einmal schräg zu positionieren, denn wir werden das... Natürlich hat er jetzt das Falsche genommen. Du Dingeskan. Hier noch mehr Licht auf jeden Fall reinzuschmeißen. Denn hier brauchen wir definitiv so einiges mehr. Na, ist nicht ganz synchron, aber hey. Voss öffnet wieder die Büchse der Pastora, genau. Denn hier gibt es Pandoras Lootbox, die man als Mod kriegen kann, die dann sehr, sehr schlimme Sachen mit sich bringt. Also so ist nicht. Also ist nochmal ein Meteorite, genau, den hatte ich wieder komplett vergessen. Oh, der ist so relativ nah bei uns gelandet. Ja, sollte man den ernsthaft überlegen, wegzumachen. Einfach weil ich nicht möchte, dass die das irgendwie als Schutzmöglichkeit nutzen können. Und ein paar Berry Bushes, die könnt ihr euch mal wegarbeiten. Advanced Cooling, das wäre auch eine gar nicht mal schlechte Idee. Obwohl ich denke, das ist nicht wirklich brauchen. Zum Beispiel hier ein Night Booster. Geht weiterhin hier lieber erstmal woanders essen. Wir machen auf jeden Fall hier für Prisoners draus. Und ich mich frage, ob die dann da nicht mehr hingehen. So, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz bekommen. Das heißt, also bauen wir bitte einfach nochmal ein paar. Da hat jemand sein Joint zurückgelassen. Upsi, du. Das sieht auf jeden Fall schon mal einen Ticken besser aus. Wir sollten jetzt vielleicht nur noch gucken, dass wir das alles so ein bisschen nochmal verschieben. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch keine Ahnung, wohin. Vielleicht einfach einen nur nach unten? Noch nicht ganz klar, warum... Achso, also der Tisch ist zum Beispiel zu massiv, um alle damit abzudecken. Ja, natürlich schade. Huh. Oh well. Ich muss mir überlegen, dass wir den dann einfach wiederum den Kollegen hier geben. Und dann per Forschung mal sagen, hey, gibt uns mal einen besseren Fernseher. So, Bulk Traders. Nice. Wir gucken auch gleich mal, was die haben. Oh, shit. Here we go again. It's infestation time. So, Katam, sei mal bitte so nett. Aktiviere die. Ja, also ich denke, hier müssen wir dann tatsächlich für die Zukunft überlegen, dass wir vielleicht hier nochmal so ein paar Sandsäcke hinsetzen plus Turrets. Einfach, um da nochmal eine weitere Möglichkeit zu besitzen. Gut, dann bereiten wir uns mal hier wieder auf einen Angriff vor.
Guck mal ganz kurz, wo bist du gerade? Du bist auch gerade da draußen. Komm mal her. Du bist in Ordnung. Du hast eine Nahkampfwaffe. Du schließ dich mal bitte hier an. Du bist auch da unten, okay? Stell dich mal hier hin. Du machst dich bereit. Und du vielleicht auch mal ganz kurz hier unten hin. So, wir haben ein großes Problem. Und zwar, Kata, du musst mal ganz kurz die Tür aufmachen. Oh, shit. Das könnte ein Problem werden. So, Komo, nope, geh mal ganz kurz hier auch nochmal in Sicherheit. Ich kann nämlich jetzt hier gerade niemanden gebrauchen, der einfach meint, hier frei herumzulaufen. Entsprechend Weißbrot da unten hingehen. Weg, 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 weg. No, nicht. Hallo. Nightbooster. Keine Rache auf Cutter ausüben oder ähnliches. Okay, sehr gut. Jetzt kommt die Masse. Oh boy, here we go. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Ganz kurz mal erstmal auf ihn ziehen. Weißt du was? Du machst mal ganz kurz da diesbezüglich mit. Oh boy, da sind so viele. Cutter, lauf. Ich muss eigentlich hier oben gucken, aber da hoffe ich mir einfach, dass die ganz kurz. Oh, die arbeiten sich durch die Turrets durch. Okay, ihr müsst euch mal ganz kurz auf die andere Sache konzentrieren. Oh boy, die laufen da alle rein. Die laufen da alle voran. Oh oh, das könnte nur dazu führen. Okay, Pastora, auch nochmal ganz kurz bitte hier aushelfen. Oh boy. Ich denke, man sieht schon so ein bisschen, was ich meine. Bei diesen Viechern muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Weil es sehr einfach ist. Oh, hast du den. Nice, hast du dem auf die Nase gehauen? Natürlich, wäre natürlich das Lustigste. Kanta slammed the Mega Spider smashed her head. Und dabei ist sie draufgegangen. Oder beziehungsweise halt zumindest erstmal verletzt worden. Ja, aber man sieht, die Turrets haben nicht in der Hinsicht geholfen, dass sie sie besiegt haben, sondern dann doch wiederum, dass sie nicht uns direkt angreifen konnten. Das heißt also nicht unbedingt ideal gelöst. Aber solange keiner wirklich drauf geht. Oh, Moment, wir müssen noch eine Sache machen. Und zwar, Kata, sorry, du musst noch mal ganz kurz da rein das besiegen. Und ich werde mal ganz kurz noch mal ein paar weitere Leute da auch reinschicken. Einfach, dass wir sicherheitshalber schnellst noch die Hives zerlegen, denn die sollten jetzt hier nicht machen dürfen, was sie wollen. So, da sind noch zwei weitere. Mad Guinea Pig. Haben wir noch Turrets, die sich notfalls darum kümmern könnten? Yes, gut. So. Dann mach den mal noch bitte hier platt und den da ebenfalls. Und dann hoffe ich, dass ich keinen übersehe. Oh, what? Ist hier wieder jemand aufgestanden? Sehr gut. So, und dann müssen wir uns ja auch wirklich beeilen, dass A, diese Mistviecher ausgeschalten werden. Kümmert sich jemand um das Mad Guinea Pig? Ja, das läuft hier zumindest erstmal. Das arbeitet sich jetzt nicht wirklich durch die. Okay. So, von mir aus kann mal ganz kurz jemand hingehen und das Ding einfach tot machen. Warum gehst du da raus und greifst das. Nee. Come on. Rally over gegen ein Meerschweinchen, sehr schick. Wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Also hier müssen wir dringend ausbauen. Aber ich will noch ganz kurz diesen letzten einen hier abwarten. Könnte man bitte mal doch schnell hier hingehen und die Dinger ausschalten, bevor sie auf einmal wieder meinen aufzustehen? Weil das ist nämlich die größte Gefahr. Solange sie nur am Boden liegen und herumzappeln, könnten sie sich theoretisch nochmal fangen. Aber wir sehen, die Explosion hat so ein paar Sachen wirklich kaputt gemacht. Aber nichts auf einem Niveau, wo man uns ernsthaft Sorgen machen müsste. Also keiner wurde verletzt, keine Sachen wurden tatsächlich eingerissen. Hier zum Beispiel müssen wir eine Sache nochmal bauen. Und dort. Aber ansonsten, das ging alles noch in Ordnung. Ja, die Leute kommen natürlich nicht dazu, das ganze Zeug hier gerade abzuarbeiten. Wo ich dann ernsthaft überlegen sollte, dass gerade sowas wie Hobbs und Co. vielleicht tatsächlich sich hier oben erstmal lagern lässt. Dass man vielleicht hier einfach nochmal so einen kleinen Extra-Bereich reinsetzt, wo dann nichts anderes drin ist. Obwohl das nicht viel bringen würde. Das wäre ein Stack, der dann darüber wandert.
2, wenn man sich doof anstellt. Okay, fangt mal bitte dann auch so nach und nach an, vielleicht hier aufzuräumen. Ist zwar auch nervig, aber dadurch, dass wir jetzt eh gerade anfangen, Turrets zu bauen wieder, die ja Steel kosten. Achso, er hatte gerade Lust, das erstmal hier aufzu... oder zu vervollständigen. Sieht besser aus. Ist auch schön hell dort. Sollten vielleicht maximal nochmal hier gucken. So, die habe ich jetzt auch schon wieder verpasst, genau. Die einfach weitergezogen. Er hat einen passiven Cooler gebaut. Wofür hatte ich den genutzt? Hier vielleicht irgendwie in dem Dreh? Maybe. Auf jeden Fall sollten wir dann auch nochmal hier gucken, dass wir nochmal einen von denen bauen. Den vielleicht einfach hier hinsetzen und dann hier so durchverbinden. Schon wieder ein Meteorit, das ist der dritte heute. Und neben dem Silver Ohr ist noch mehr Silver Ohr eingeschlagen. Können wir wirklich uns froh schätzen, dass A, der so ein bisschen weiter oben gefallen ist, und vor allem nicht auf jemanden, der vielleicht gerade da am Abarbeiten war. Hätte etwas unangenehm werden können. So, er stürzt sich da gleich wieder drauf. Das ist gut. Ich hoffe, hier haben wir immer noch genug. Warum ist hier so viel? Das sind vermutlich alles Spinnenblut, oder? Von der Karawane. Ja, glaube, den hättest du in Komos Büro, bist du im Winter festgestellt, dass das etwas zu kühl ist. Ja, das kann gut sein, weil ich dazu faul war, dem was Gescheites dahin zu setzen. Upsidu. So, nebenbei können wir natürlich auch mal das da wegräumen. Und dann irgendwann überlegen, dass wir vielleicht noch einen Smelter irgendwo hinsetzen. Transport Pods. Construct launchable transport pods that you can use to send people and supplies long distance across the planet's surface. Can be used for raiding, traveling, sending gifts and more. Ja. Ein Anti-Grain Warhead als Geschenk. Hier. Viel Spaß damit. Boom. Tree Sowing. So, ich werde mir mal ganz kurz nicht hier auf das ganze Grünzeug stürzen. Denn wir haben ja aktuell das, was mir ein bisschen wichtiger ist. Und dann, dass wir ernsthaft das hier weiter ausbauen. Was also meines Erachtens auch bedeuten sollte, dass wir gleich hier einen zweiten von denen aufsetzen. Oder einen dritten in dem Fall. Denn wir haben ja gesehen, dass bereits bei der Größe bei einer Hitzewelle schon so ein bisschen war. Nicht wirklich angenehm. Oh. Jackowohl. Ich meine, nicht, dass wir es brauchen, aber ich nehme es trotzdem. Und wir haben auch hier immer noch Zeug herumlegen. Das man theoretisch mal ruhig auseinandernehmen könnte. Nicht, dass es wirklich störend wäre, aber wenn man mal dazu kommt, warum nicht? Jedenfalls überlege ich immer noch, dass wir vielleicht hier irgendwann mal nochmal ein paar Türen setzt. Aber auch da müsste ich dann wieder gucken, dass da Fallen liegen oder ähnliches. Ja, ist nicht ideal. Ebenfalls, unsere Batterien kommen langsam in ein Problem. Das ist unangenehm. Was bedeutet, wir müssen ernsthaft jetzt gucken, dass wir vielleicht das Ding hier in Anspruch nehmen. Und ich hoffe, das ist möglich, denn... Ja, gut. So, wie machen wir das am besten, ohne uns dabei zu dumm anzustellen? Wir haben die Komponenten dafür. Das heißt also, das Ding können wir da hinstellen. Und Ignore Roof Area. So, denn hier müssen wir jetzt gucken. Ah, was für ein Material haben wir hier? Slate. Denn jetzt müssen wir das hier definitiv beschützen, denn bei Raids würden die sich darauf stürzen. Moment, wir dürfen erst einmal nur machen. Weil sonst kann es passieren, dass sie die äußere Wand als erstes machen und die innere verpassen. Das muss ja nicht sein. Kann aber schon mal sagen, 2 Türen. Und natürlich kann ich auch schon mal anfangen, Power da zu verlegen. Und zwar, ich lege es einfach gerade durch, würde ich sagen. Ja, da fängt es nämlich an, jetzt zu zucken. Und das Problem ist einfach, dass wir angefangen haben, immer mehr... Moment, oh, ich habe hier einen Fehler gemacht. Oh, ich habe nicht Build Copy gesagt. Geh mal ganz kurz hin und bau das. Denn... Was ich nicht gebrauchen kann, ist Essen zu verlieren. Ich meine, wir haben eh schon Probleme, was unseren Strom betrifft. Also so oder so ist es nicht fein. Aber wenn es wenigstens gelegentlich mitmacht, ist alles in Ordnung. So, wir können das hier abmachen oder ausmachen erstmal. Das brauchen wir nämlich gerade nicht.
Ein bisschen gucken, wo man Stromersatz sparen kann. Das werde ich anlassen. Das muss ich anlassen. Hier müsste irgendwann mal jemand sauber machen. Wir schicken euch einen kleinen antimateriellen Sprengkopf als Geschenk unserer Freundschaft, um diesen Krieg zu Ende zu bringen. Jawohl. Mörser ausgerichtet und feuerbereit. So, hier hatte ich jetzt zwei reingestellt. Ja, also, man darf das nicht unterschätzen. Wenn so man denkt, man hätte jetzt hier gut an Energie und auch eine kleine Basis. Immer hier und da ein paar Sachen hinzufügen. Führt dazu, dass man auf einmal zu Problemen kommt. Ja, jetzt müsste ich das eigentlich auch theoretisch weitermachen. Das nur bedeutet, dass ich noch mehr Geld in den Händen hätte. Nicht ideal. Das ist aber sonst keine Sache. Ne? Hier ist das alles noch verbunden. Hier sind auch keine Sachen im Weg. Die Dinger arbeiten theoretisch, aber im Endeffekt, die sind nichts im Vergleich zu den Geothermal-Sachen. Logischerweise, man kann die auch noch mal upgraden. So, was macht unser einer hier eigentlich? Making Ward. Nope. Mach mal das bitte. Ist mir gerade ein Ticken wichtiger. So, wie sieht das Ding hier aus? Beinahe fertig. Das Ding ist auch beinahe fertig. 5 Tage brauchen wir noch. Dann können wir da endlich das Ding abarbeiten. Die Frage ist, brauchen wir das überhaupt noch für irgendwas? Denn ich glaube, Stony Soil, nope. Ich denke, das könnte man theoretisch sogar jetzt schon abarbeiten, aber ich meine, dass zum Beispiel hier noch irgendwo was war. Da bin ich mir aber nicht sicher. Heißt also, wir warten noch. Das kriegen wir auch noch gebacken. Aber ich denke, wir können trotzdem schon überlegen, vielleicht. Schon wieder Silberohr. Also, irgendjemand möchte, dass wir viel, 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 viel Geld bekommen. Und wir hatten nämlich hier unten schon mal einen. Ja, bestimmt da oben noch mal irgendwo. Hier hatten wir noch einen Limestone. Hier hatten wir, nee, nicht Palm Dream, ja, auch hier ein Silberohr. Sandstone. Hat sich nicht noch einer irgendwo auch in eine Wand reingesetzt gehabt? Oder halt in den Berg selber? Irgend sowas. Tree Sawing. Yay. So, unser einer, dem geht es gerade so überhaupt nicht gut. Also hör mal mit dem Schwachsinn auf. Konstant nur arbeiten zu meinen. Ist irgendjemand anders gerade unterwegs, den man vielleicht ein bisschen arbeiten lassen könnte? Weißbrot, wie geht's dir denn? Mir geht's auch nicht wirklich gut. Was ist der Grund? Rebuffed by Night Booster. Unsightly Environment. Minor Pain. Oh, Recreation unfulfilled. Ha, was brauchen wir denn noch? Das Problem ist vermutlich, dass tatsächlich der Fernseher fehlt. Forcecom ist am Spielen, sei den Massentreiber mit Silber zu beladen. Wir wissen, was er will. Ja, auf jeden Fall diesen Raum, den sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwie überarbeiten. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, wie. Wir bauen auf jeden Fall das hier gerade aus, damit wir. Ah, halt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Turrets aktuell aktiv sind. Meine, im Endeffekt, es gibt ab und zu Situationen, wo man Turrets tatsächlich aktiv lassen möchte. Aber wie immer, gelegentlich, abhängig von der Basis, kann das natürlich trotzdem fatal sein. Ja, im Endeffekt kann man es dann natürlich gut beobachten, wie gut sich das über den Tag füllen kann. Immer super, wenn die da wirklich nur hingehen, um eine kleine Sache zu machen. Wenigstens die komplette Sache hier vor arbeiten. Ich kann verstehen, dass man das große Projekt vielleicht nicht sofort auf einmal macht, aber trotzdem. Oh, ein Date, Schattenmensch und Kratta. Mal wieder. Schon das dritte mittlerweile. Mal gucken, ob sie das gebacken bekommen. So, man sieht, man hat hier wenig zu tun, wenn Komo hingeht und meint, irgendwelche Sachen in einem großen Inventar umorganisieren zu müssen. Hier haben wir nochmal ein normales Holzbett. Ich würde auch nochmal überlegen, ob man das nochmal irgendwie weiter ausbaut, damit alles wenigstens eins nach oben verschoben wird. Jedoch will ich das nicht machen, wenn wir gerade hier das schon einmal verschoben haben. Das sähe dann nur wieder doof aus. You will work faster. Nice. Soll man recht sein. Frag mich, wie wir das besser machen. Wir könnten ernsthaft überlegen, das Zeug einfach hier reinzuschmeißen. What is going on here?
Ach so, hier. Ach so, da hat jemand hier an der Kampf-Ding da geprügelt. In before, ich werde wieder losgeschickt oder angeschossen oder von Silber erschlagen. Uh-oh, no, 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 shit. Four of your colonists have gotten sick from feverish mechanites. Ensure you have a medical bed and a doctor. Make sure that they got proper treatment and spend as much time in bed as possible. The following colonists have gotten sick. Schattenmensch, Roscom, Cutter und Pastora. The surgeon, the architect, the keeper and the consular. Well, das ist ein Problem. Denn das Zeug braucht verdammt lange, um geheilt zu werden. Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und hat einige Nachteile. Plus in Pain, plus in Manipulation, plus in Movement. Plus in Blood Pumping. Plus in Tiredness. Nicht fein. Man sieht, da sind ein paar Vorteile dabei, aber die Nachteile sind das Problem. So. Ich habe hier immer noch diese Prothesen-Ecke hier. Das würde ich ganz gerne wegbekommen. Wenn ich sage, was würde ich denn hier hin verschieben wollen? Ich denke, wir sollten gucken, dass wir... Haben die das Ding immer noch nicht fertig? Meine Güte. Dass wir gucken, dass wir vielleicht irgendwann tatsächlich weitere Drohnen haben. Aber dass die Drohnen vielleicht erstmal irgendwie aus dem Weg gehen. Dass man vielleicht ernsthaft überlegt, dass hier irgendwie das Ausbauen, dass man hier die Batterien reinsetzt und die Drohnen. Die einzige Problematik, die ich aktuell habe, ist, dass ich gucken müsste, wie ich die Drohnen dann da rausgehe. Klar, man könnte einfach hier eine Tür machen oder ähnliches. Jedenfalls sollte ich gucken, dass vielleicht wir das nicht dorthin bauen, wo vielleicht in der Zukunft das weiter ausbauen. Also bisher haben wir hier so eine Basis, wo immer noch sehr viel merkwürdig ist. Also das hatte ich auch eher seltener bisher so miterlebt. In den meisten Fällen zugeben, man hat, wenn man natürlich alleine spielt, ein bisschen mehr Zeit, das Ganze vielleicht durchzuplanen. Aber gerade sowas hier ist eher ungewohnt. So, ebenfalls ganz kurz mal hier wieder einmal das abarbeiten lassen. Denn das stört ungemein. Sieht nämlich nicht schön aus. The Surgeon, the Architect, the Keeper, das liegt nach einem Line-Up von Pathologic, the Bachelor, the House of Pax and the Changeling. Ah, ja. Pathologic. So, da draußen machen wir ganz kurz erstmal noch nichts machen. Okay, jetzt haben wir da schön Platz für die Garage gemacht. Das ist schön. So, jetzt haben sie das gemacht. Können jetzt Schokolade herstellen. Warte nur auf, dass jetzt gleich der Raid kommt, wo nur Text steht. Schokolade! Schokolade! Und dann halt Leute auf den Zug rankommen. Oh, die Kobra hat zugeschlagen. Kümmern wir uns mal darum. So, Major Break Risk, so rum. Nicht Rake Bisk. So, das Zeug arbeitet das wieder richtig schön ab. So, wenn wir sagen würden, auf jeden Fall, was insgesamt mir wichtig ist, dass wir uns um diesen und diesen Bereich irgendwie noch kümmern. Die Frage, sitzen wir hier? Das große Problem, was ich auch natürlich habe mit dieser Ecke hier, ist, dass es nicht wirklich an der Position ist, wo es mir wirklich hilft. Denn das große Problem ist, dass die Gegner von da oben kommen. Und wenn sie getroffen werden würden, unsere Leute, dann müssten sie hier so hingehen. Am liebsten wäre mir ja wirklich tatsächlich, wenn man sagt, man sitzt das eher hier so hin. Weil die meisten Leute, die wir gefangen nehmen, kommen, sind ungefähr hier. Und die Leute, die halt angeschossen werden, sind halt, wie gesagt, auch hier. Das heißt, man könnte, wenn man das ernsthaft hier hin verschieben würde, da einen besseren Punkt für haben. Sähe nur ein bisschen doof aus, muss man jetzt ehrlich sagen. Aber dadurch, dass wir eh irgendwie überlegen, das Zeug hier wegzubauen,
Vielleicht geht das dann schon wieder. Ich denke, das ist die erste Überlegung, die wir definitiv treffen. Dann würde ich sagen, vielleicht geht man hin und sagt, das hier, vielleicht nicht in kompletter Größe, aber so in dem Dreh vielleicht hier, könnte vielleicht der neue Kühlschrank werden. Und dann, wenn man das Zeug rausnimmt, verschiebt man wirklich das Essen oder die Küche vielleicht hier so ein bisschen da rein. Die Frage ist, wo man damit hingeht. Denn die Batterien kann man von mir aus gerne hier irgendwo hinsetzen. Ob ich auch da wieder zugeben muss, dass mir zum Beispiel die beiden Sachen nicht gefallen. Wenn man da vielleicht nicht mal eine clevere Variante findet, ob man vielleicht einfach das hier hinsetzt oder ähnliches. Von mir aus auch wirklich beide in den gleichen Raum reinschmeißt oder ähnliches. Ansonsten, wir hatten gerade gesehen, Weißbrot hat gerade ein Survival-Meal gegessen. Dementsprechend, ja, von nun an werden wir das einfach nicht mehr erlauben. Und dann sollte es in Ordnung gehen. Was also auch wiederum bedeutet, wir können ganz gerne jetzt mal hingehen und... Oh, wir müssen gar nicht so time left vor... Achso, wie nur 14 Tage. 7 Tage sind seitdem vergangen. Ich dachte, es waren 21. Ha. So, wir brauchen einen Schattenmensch, denn du warst derjenige, der reden könnte. Problem ist, du bist leicht verletzt. Dementsprechend, lass mal ganz kurz nochmal rübergehen. Numbers. Warum ist jetzt zweimal Crafting drin? Hat jetzt... Ne, hat nicht beide entfernt. Ich dachte schon. Wir brauchen... Achso, Social. Pastora und Schattenmensch sind die beiden... Ich wusste es. Oder so vermutlich nicht. Es wird noch so ein bisschen Zeit, aber das große Problem für dich ist nun mal einfach, dass du krank bist. Ansonsten, war es nicht auch Cutter, die darunter leidet? Hey, vielleicht könnt ihr ja hier in der Infirmary ein Date haben. Ja, und Pastora ist ebenfalls so wie meiner einer, ja. Okay, dann sollen es erstmal egal sein. So, die große Frage ist, wie schmeiße ich das darüber? Ich meine, im Endeffekt kann ich ja wirklich einfach sagen, wir nehmen das hoch und schmeißen das da einfach hin. Wir sollten dann nur gucken. Das könnte vielleicht ein Problem werden. Aber vielleicht, wenn man einfach sagt, wir setzen es trotzdem einfach hier nur außen drum herum oder ähnliches. Kommst du öfter her jedes Mal, wenn die scheiß Insekten sich ausbuddeln? Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass wir gucken, dass wir noch 2 weitere Betten an diesen Vital Monitor rankriegen. Das heißt also, wir brauchen definitiv mehr Platz dafür. Das heißt also, wenn wir ernsthaft überlegen... Vielleicht machen wir es wirklich so, dass hier die Gefangenen hinkommen und hier wir einfach volle Kanne Platz nutzen, um unsere Krankenstation und das Lager hinzusetzen. Also die Dinger würden dann definitiv wegkommen, was, denke ich, insgesamt in Ordnung geht. Wir müssen nur gucken, dass es dann perfekt nach unten versetzt wird. Blocked by Roof. Interessant. Okay, weg mit euch. Okay, das ist mehr für euch. Müssen wir nur gucken, dass, wenn das passiert, sehr gut, dass wir das besser darüber bekommen. So, die große Frage ist... Ich denke, ich werde tatsächlich hingehen und das hier nach unten versetzen und das dann so belassen, dass es dann von dem Haus so gesehen die Power kommt. Und da bitte so ein bisschen zackig arbeiten. Das wäre nämlich nochmal sehr hilfreich. Dankeschön. So, ist ein bisschen doof, dass wir das jetzt dahin gebaut haben, nur um es dann da gleich wieder rüberzuschmeißen. Aber... Ich denke, das geht in Ordnung, wenn man das tatsächlich so macht. Das ist nicht sogar ein bisschen Overkill, aber ich meine, wir müssen ja nicht die volle Größe da irgendwie ausnutzen, dass es genau hier irgendwie abschließt oder ähnliches. Ich frage es trotzdem, ob man hier irgendwie den hinteren Bereich noch nutzen könnte.
Das Problem ist, ich will eigentlich vermeiden, dass die, falls sie meinen Prison Break tatsächlich umsetzen können, dass sie irgendwie zu unseren Verletzten oder ähnliches kommen. Denn das wäre eine echt doofe Sache. Ich meine, für jetzt geht's noch halbwegs in Ordnung. Unsere Leute können halbwegs arbeiten, trotz dieser Erkrankung. Irgendwann sollte ich gucken, dass wir irgendwann einen Smelter bauen. Damit wir auch da voranschreiten. Nice, das kommt doch genau richtig. Noch hier wieder für alle Männchen. Vielleicht, dass wir mehr davon haben. Oh, Sir Max und Pastora. Ex-Lover. Stimmt, da war ja was. So, Sir Max offered a backhanded compliment about Pastora's facial hair. This drove Pastora into a rage and she began a fight. So, hatten wir hier unten nie einen hingesetzt? Wow. Dann würde ich doch mal sagen, wir installieren das jetzt da als nächstes hin. Ist zwar so ein bisschen schade. Ist schon wirklich wieder 5 Tage gewesen. Wow. Da müssen wir noch hier ganz kurz schnell gucken, dass wir das darüber versetzen, damit das auch Strom bekommt. Aber ich kann damit so halbwegs leben. So, wenn wir jetzt sagen... Wir sagen, das ist jetzt nicht mehr für Prisoner. Wir sagen, reinstall hier. Ich bin ein bisschen doof, dass wir das jetzt hier nochmal so machen müssen, aber hey. Könnten wir nur, wenn wir auch nochmal mehr Betten dorthin setzen. Hey.